mehr Waffen zu einem schnelleren Frieden führen. Ich glaube Herrn Putin gar nichts. Ich bin aber davon überzeugt, wenn er selber spürt und weiß, er kann diesen Krieg nicht mehr gewinnen, weil die Ukraine sich behaupten kann, dann wird er eine Chance für sich auch sehen, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Also wenn wir jetzt die Ukraine alleine lassen, wenn wir sie nicht finanziell, politisch und militärisch unterstützen, dann wird es einen Diktatfrieden geben. Und es mag ja sein, dass Sie und andere damit einverstanden wären, wenn die Ukraine auf 20 oder 25% ihres Territoriums verzichtet. Heute schaust du dir eine sehr interessante Diskussion über den russischen und ukrainischen Konflikt an. Zu Gast ist das Programm von Gregor Gysi und Michael Roth. Wir sehen eine heftige Diskussion und Gregor Gysi beweist einmal mehr, wie klug er ist. Ganz und gar kann man ja Sicherheitsinteressen von Russland auch nicht ignorieren, aber die rechtfertigen, damit ich nicht falsch verstanden werde, alle nicht den Krieg. Nur, dass vorher Fehler begangen wurden, ist wichtig. Und wenn wir künftig eine Friedensordnung haben wollen, müssen wir doch auch über uns Gedanken machen und sagen, was können wir anders machen, damit ein solcher Krieg in Europa nie wieder ausbricht. Der Punkt ist klar geworden, Herr Roth schüttelt trotzdem den Kopf, vermutlich, weil die Verweise auf Fehler Amerikas in der Vergangenheit ihn ein wenig ermüden. Naja, 2008 hat es eine klare Ablehnung der NATO gegeben, dass die Ukraine oder auch Georgien der NATO beitreten. Die damalige Bundeskanzlerin Merkel und der damalige französische Präsident haben diesen Beitrittswunsch gescheut wie der Teufel das Weihwasser. Es hat eine klare Abgrenzung gegeben. Und noch einmal, mich erinnert das, was Herr Gysi sagt, sehr stark an das, was ich immer wieder höre, wir hätten uns zu stark in Osteuropa eingemischt. Und das steht für mich in einem klaren Widerspruch zu dem legitimen Freiheitsrecht von Menschen. Und für diese Interessen setze ich mich ein und am Ende entscheiden ausschließlich und alleine die Ukrainerinnen und Ukrainer. Und wenn man eine diplomatische Lösung möchte, dann braucht man dafür mindestens zwei. Klar. Nicht nur die Ukrainerinnen und Ukrainer, sondern vor allem auch den Diktator Putin. Über Vermittlungsversuche und Waffenlieferungen reden wir gleich noch. Warum ist der Vermittler Erdogan und nicht Scholz, nicht Macron? Das kann ich Ihnen erklären. Das kann ich Ihnen erklären. Der eine Diktator hilft dem anderen autoritären Herrscher. Aber der eine Diktator ist Mitglied der NATO. Und, ne? zum anderen hat es ja ein taktisches Interesse gegeben von Putin, hier ausnahmsweise mal ein Zugeständnis zu machen. Er will ja vor allem auch die Länder Afrikas und andere Entwicklungsländer auf seine Seite ziehen. Und er wollte sich dem Vorwurf nicht länger auseinandersetzen, dass er verantwortlich ist für den Hunger in der Welt, weil er ja schließlich die Getreidelieferung blockiert hat. Richtig. Und das war der Grund, warum er eingelenkt hat. Es geht ihm zynischerweise um seine eigene Macht, um seine eigene Einflusssphäre und nicht um die Interessen der Entwicklungsländer. Das heißt, natürlich ist das gut. Und ich finde es ja auch gut, dass der UN-Generalsekretär Guterres sich bemüht. Aber es sind ganz, ganz kleine Trippelschritte. Die NATO hat sich in den letzten Jahren sehr stark erweitert und ist eine riesige Sicherheitsbedrohung für Russland. Russland und die NATO sind zwei Atomminen, die auf keinen Fall provoziert werden dürfen. Russland hat sich nicht in Richtung der NATO-Länder ausgeweitet, im Gegenteil. Sie nähern sich dem Land selbst, was es zwingt, seine Bürger zu schützen. Ganz zu schweigen vom Wunsch der Ukraine, der NATO beizutreten. Dies ist eine große Bedrohung für Russland, die schreckliche Folgen nach sich ziehen kann. Ich hoffe, dass die Ukraine niemals in die NATO aufgenommen wird, weil sie einfach nicht dort benötigt wird und er selbst fürchtet einen offenen Konflikt mit Russland. Natürlich wird der Beitritt der Ukraine unweigerlich eine globale Sicherheitskrise auslösen. Lass uns weiterschauen. Die große Lösung, die wir uns alle wünschen, nämlich Frieden, die wird nur dann erreichbar sein, wenn die Ukraine aus einer Position der Stärke heraus Putin zwingen kann, sich wieder an den Verhandlungstisch zu setzen. Es gibt bislang nur eine Forderung, die Putin erhebt und die sehe ich nach wie vor im Raum, die Kapitulation der Ukraine. Und das können weder wir noch die Ukrainerinnen und Ukrainer selber zulassen. Lassen Sie mich dazu etwas sagen. Ich finde den Satz, dass die Ukraine bedingungslos kapitulieren soll, völlig daneben, weil es ein Selbstverteidigungsrecht der Ukraine gibt und sie hat zu entscheiden, ob und welche Kompromisse sie eingeht. Ja, aber das ist doch die Forderung von Russland. Putin will, dass die Ukraine von der Landkarte verschwindet. Mir. Und jetzt komme ich zum Zweiten. Aber auch der Satz der Außenministerin ging nicht. Die hat gesagt, der Krieg ist erst beendet, wenn der letzte russische Soldat das ukrainische Territorium verlassen hat. Das steht uns auch nicht zu. Wenn die ukrainische Führung, wie auch immer, irgendeinen Kompromiss mit Russland findet, egal ob der uns gefällt oder nicht, und dadurch die Waffen aufhören zu sprechen, haben wir diesen Kompromiss zu respektieren. Ich
ich meine, ich bin ja ein entschiedener Gegner dieses Krieges, aber ich möchte eben, dass er auch mal aufhört. Und dafür braucht man irgendeine Lösung. Also das ist nicht leicht, das bestreite ich ja gar nicht. Aber ich hab und doch dafür eine Lösung. Braucht man immer mehr Diplomatie. Ihre Lösung ist, er soll abziehen. Das macht er aber nicht, das wissen Sie auch. Nein. Und wollen wir die jetzt Lösung 18 Jahre einen Krieg die haben? Die Lösung von Herrn Roth ist doch offenbar, dass die Bundesregierung mehr Unterstützung für die Ukraine in Form von Waffen. Ich gebe ja eines zu, Gregor Gysi. Dass ich die Ukraine militärisch Russland schlagen können. Vergessen Sie es doch. Ich gebe ja eines zu. Meine Argumentation ist gegenüber Bürgerinnen und Bürgern schwer zu vermitteln. Deswegen sitze ich heute Abend ja auch hier, um das zu erklären. Meine Position muss gut begründet werden, weil es schwierig ist, wenn man sich nicht tagtäglich mit dem Thema beschäftigt, anzuerkennen, dass mehr Waffen zu einem schnelleren Frieden führen. Ich glaube Herrn Putin gar nichts. Ich bin aber davon überzeugt, wenn er selber spürt und weiß, er kann diesen Krieg nicht mehr gewinnen, weil die Ukraine sich behaupten kann, dann wird er eine Chance für sich auch sehen, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Was für ein Unsinn, sagt Herr Roth. Offensichtlich machen Waffenlieferungen alles viel schlimmer. In erster Linie muss Deutschland für die Sicherheit seiner Bürger sorgen, aber das geschieht nicht. Der Konflikt ist auf seinem Höhepunkt. Ich stimme Herrn Gysi völlig zu. Dieser Krieg dauert lange und kann in einem solchen Tempo zu einem jahrelangen Konflikt mit einer schrecklichen Krise in der Welt eskalieren. Und jetzt hören wir uns den letzten Teil an, der auch sehr interessant ist. Na, ich hätte auf jeden Fall mich um eine Vermittlung, um ständige Gespräche sowohl mit der russischen als auch mit der ukrainischen Seite bemüht, um festzustellen, gibt es Chancen, gibt es noch irgendeine Einigungsmöglichkeit? Herr Scholz hat häufiger mit Putin telefoniert. Und dann hat er aber aufgehört. Und dann hat das Ganze Erdogan übernommen. Ich war ja froh, dass das Macron und Scholz gemacht haben. Die Union haben sie dafür beschimpft, ich nie. Und dann haben wir das aufgegeben, was ich gar nicht verstehe, ehrlich gesagt. Ist das eine verpasste Chance? Denn wissen Sie, militärisch ist Russland nicht zu schlagen, es sei denn, wir machen den Dritten Weltkrieg. Den können wir uns nicht leisten. Natürlich, ich sage es wieder, die Ukraine hat ein Selbstverteidigungsrecht. Trotzdem muss man, Aber Sie wollen nicht, dass die Ukraine gewinnt. Sie kann nicht gewinnen. Woher wissen Sie das? Ja, weil dann müssten wir einen Atomkrieg führen. Oder was stellen Sie sich vor? Die russischen Streitkräfte werden auch unterschätzt, weil auch in den Medien immer das so dargestellt wird. Russland ist von der Ukraine auch mit vielen Waffen nicht zu bedienen. Eigene Soldaten können wir doch nicht hinschicken. Frage weder die Herr Bundeswehr Roth, noch die französischen Soldaten, also, weil wir dann den Weltkrieg haben. Wenn man den nicht will, verstehen Sie, ist doch alle diesbezügliche Hilfe begrenzt. Und deshalb, was man machen kann, ist, dass so ein dauerhafter Krieg stattfindet. Wo, da haben Sie allerdings recht, dann Putin auch fest, dass er ihn nicht gewinnen kann. Ich will aber nicht einen jahrelangen Krieg. Wir müssen irgendeine Lösung finden, die zu einem Waffenstillstand führt. Also nochmal, Herr Roth. Mit dieser Angst vor den Atomwaffen spielt ja auch Putin, weil er natürlich weiß, dass es hier bei uns große Sorgen gibt, dass dieser Krieg auch auf uns übergreift. Für Sie auch wieder ein Kreml-Narrativ. Selbstverständlich, er spielt ganz bewusst mit dem Einsatz von Atomwaffen. Nein. Die Sowjetunion hat verloren in Afghanistan, obwohl sie Atommacht ist. Die USA sind gescheitert mit uns gemeinsam in Afghanistan, gleichwohl sie Atommacht sind. Es heißt ja nicht, wenn sich Atommächte irgendwo militärisch engagieren, dass sie automatisch die Atomwaffen einsetzen. Und wenn ich mir anschaue, wie derzeit die russische Armee dasteht, wie ausgezehrt sie ist und wie weitgehend sie auch gescheitert ist, alle Militärexperten, im Übrigen auch in Deutschland, oder fast alle, haben erklärt, das wird ein Blitzkrieg. Innerhalb von wenigen Tagen und Wochen hat die russische Armee die Ukraine eingenommen. Nichts davon ist eingetreten. Und wir erleben jetzt im Süden der Ukraine, dass es sogar Chancen für die Ukraine gibt, von Russland besetztes Territorium wieder zu befreien. Friedensgespräche sind notwendig. Bei den Verhandlungen in Istanbul im Frühjahr 2022 einigten sich die Parteien auf bestimmte Parameter. Doch dann wurden diese Vereinbarungen zerstört. Die Ukraine hat die Chance verpasst, ein Friedensabkommen zu günstigen Bedingungen für sich zu schließen. Das ist wirklich traurig. Bei militärischen Konflikten muss die Diplomatie an erster Stelle stehen. Was denkst du darüber? Teilst du die Position von Gregor Gysi? Ich bin sehr daran interessiert, deine Meinung zu erfahren. Bis zum nächsten Video.